Hallo, guten Tag. Ja, mein Name ist Ingo Ehmann. Ich komme aus Nordenham und ich organisiere seit 22 Jahren die Nordenhammer Ultramar-Tage. Und heute wollte ich mein Chevrolet aus dem Jahre 1932 vorstellen. Dieser Chevrolet ist ein besonderes Modell, ein Confederate 9BA, und das zeichnet das Jahr 1932 nur aus, mit dieser besonderen Brücke, die hier zwischen den Scheinwerfern ist. Ja, das ist ein Sechszylinder mit 60 PS und 3,5 Liter Hubraum. Es gab ihn auch mit 3,2 Liter und 55 PS. Dieser Motor zeichnet sich so aus, dass Opel den nachher von General Motors übernommen hat und bis in die 50er Jahre auch in die Opel verbaut wurde. So, hier sieht man die einzelnen Zylinder, 6 Stück in der Reihe. Hier haben wir den Anlasser und die Benzinpumpe, also einfache Technik. Hammer und Schraubenzieher langt und das Auto läuft. Ja, ich sitze jetzt hier in meinem Wagen. Dieses Fahrzeug ist besonders, weil es im Originalzustand ist. Es wurde noch nie restauriert. Die Innenausstattung ist komplett im originalen Zustand von Baujahr 1932. Von außen wurde er einmal in den 90er Jahren lackiert. Und es ist original Cocktailsessel mit Rosshaarfüllung. Hier haben wir die Innenausstattung, die befindet sich ja wie gesagt im Originalzustand, und hier kommen wir zu unseren Armaturen. Hier haben wir einmal die Öldruckanzeige, da das Tachometer in Meilen, das ist ein Bandtacho, und hier haben wir ein Ampermeter und die Wassertemperaturanzeige, und da haben wir die Tankanzeige. Ja, nachgerüstet wurde für den TÜV unsere Warnblinkanlage. Hiermit gibt man Vorgas, hier haben wir den Schok und hier haben wir nochmal Standgas, und hier haben wir das Spezielle, was auch nur die Chevrolets hatten, das war schon eine Sonderanfertigung, das war ein Freilauf. Das heißt, sobald man vom Gas runterging, hat sich der Motor in Leerlauf reingestellt und dadurch konnte man etwas Sprit sparen. So, jetzt wollen wir das Fahrzeug mal starten. Ja, normales Fahrzeug wird Schlüssel umgedreht und schon läuft er. In diesem Fall haben wir einen Fußschalter. Hier habe ich gerade die Zündung angeschaltet und jetzt betätigen wir den Fußschalter und schon springt er an. Ja, wir haben auch natürlich auch noch eine schöne Hupe, die kann ich auch mal eben ganz kurz vorführen. Das ist unsere schöne Waltons-Hupe. Wir haben natürlich auch die Zeit, die dürfen wir nicht vergessen. Hier ein originales Zubehör, eine Chevrolet-Uhr, auch aus den 30er Jahren. Ja, auch ein Oldtimer hat eine Klimaanlage. In diesem Fall haben wir die Frontscheibe, die sich hier hochkurbeln lässt. Und der Wind strömt quer durch das Fahrzeug, natürlich ohne Pollenfilter. Und für den Fußraum, wenn Sie mal nach vorne drauf achten, haben wir hier zusätzlich eine Klappe, die wir auch noch öffnen können, und die Luft strömt in den Fußraum hinein. So, geschaltet wird ganz normal, H-Schaltung haben wir hier. Ja, wir fahren gerade durch unseren schönen Park hier in Nordenham. Das ist der Friedeburg Park. Keine Servolenkung, das ist alles noch mit Körperkraft. Ja, das Fahrzeug fährt ungefähr 50 Kilometer bei etwas schlechterem Wegstrecke und die Höchstgeschwindigkeit ist angegeben mit 90 km/h. Zwischendurch muss man natürlich auch aufpassen, das Fahrzeug kann sich durch die Blattfedern auch mal aufschaukeln. Also das ist Autofahren pur. Da muss man ein bisschen konzentriert bei bleiben. Und das Fitnessstudio spart man sich auch noch mal. Der Wendekreis ist natürlich auch etwas größer. Ja, jetzt stehen wir hinter dem Wagen und jetzt kommen wir erstmal zum Kofferraum.
Das ist eine Gepäckbrücke, die gab es als Zubehör und dort schnallte man dann eben halt seinen Koffer drauf, weil es gab keinen originalen Kofferraum, sondern nur einen normalen Koffer, den man hinten drauf schnallte. Ja, und dann haben wir hier, warum haben wir zwei Rücklichter? Ja, das sind die nachgerüsteten, die für den TÜV zuständig sind. Da haben wir von zwei auf beide Seiten. Hier, das ist das Originalrücklicht, denn in den 30er Jahren brauchte man nur ein Rücklicht auf der linken Seite. Ja, jetzt wollte ich euch noch über die Geschichte erzählen. Das ist also ein Chevrolet. Louis Chevrolet hat in den 30er Jahren dieses Auto gebaut und er hat natürlich schon in den 20er Jahren auch Rennen gefahren und ähnliches mehr. Und in den 30er Jahren, wenn man mal zum Oldtimer-Treffen hinfährt, kennt man natürlich Al Capone. Al Capone hat natürlich auch Oldtimer gefahren, beziehungsweise eben Fahrzeuge in dieser Zeit. Und ja, vielleicht saß er sogar mal hier drinne. Wer weiß. Find us all doing the Lamb of Walk. Fanatische französische Rennfahrer Louis Chevrolet kommt in die USA, fährt Rennen und konstruiert erfolgreich hochwertige Limousinen und Rennautos, die noch heute faszinieren.